Hi Leute, es ist wieder Freitag, das heißt, ich darf heute wieder mein Video hochladen. Und das Thema der Woche ist, wie alles begann. Dazu kann ich sagen, also bei mir ging da schon dieser innere Prozess relativ früh los, aber ich konnte das damals noch nicht so richtig zuordnen. Also ich habe eine Zwillingsschwester, mit der ich aufgewachsen bin, und es war dann immer so, okay, meine Zwillingsschwester macht das und das und so wie sie sich verhält, verhalte ich mich auch. Das wird schon alles richtig sein. Aber innerlich war ich doch schon ein bisschen anders und habe mich auch oft schon anders verhalten. Also ich war schon immer so ein kleiner Junge. Ja, das hat man dann halt auch im Laufe der Zeit gemerkt. Meine Mama hat dann auch erzählt, also ich habe mich vor kurzem mit meiner Mama über alles unterhalten, weil ich nicht mehr alles von früher weiß. Meine Mama hat halt gesagt, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt habe, dass ich keine Röcke mehr anziehen will und dass ich dann im Gegensatz zu meiner Schwester auch wirklich Hosen immer getragen habe. Joa, das erste, woran ich mich so bewusst erinnere, ist, dass ich mit 13 Jahren, als wir im Urlaub waren, mich als Junge ausgegeben habe. Also da gibt es ja immer so Jugendgruppen, Betreuungsgruppen für Kinder und Jugendliche. Und da habe ich mich dann vorgestellt als Junge. Und bin da auch 2 Wochen richtig gut durchgekommen in diese Jugendgruppe. Also es hat niemand angezweifelt, dass ich ein Junge bin. Also es hat niemand gedacht, dass ich Mädchen sein könnte. Und am letzten Tag haben meine Schwester und ich das dann halt aufgelöst. Und es war so, nie im Leben. Boah, das hätten wir nie gedacht. Und boah, voll krass. Also ich hatte damals ein ziemlich gutes Passing, was ich im Endeffekt jetzt auch ziemlich cool finde, dass das damals so geklappt hat. Ja, also dann im Laufe der Pubertät war es ein bisschen schwieriger. Also dieses Gefühl wurde schon stärker, dass das nicht so ganz stimmt, wie ich geboren wurde. Aber ich habe mich immer ein bisschen zurückgehalten. Also ich war immer so, nee, das kann nicht sein und das kann nicht auf dich zutreffen. Und oh mein Gott, kann das vielleicht doch sein? Und dann habe ich mich ziemlich zurückgezogen und ja, war nicht ein so glücklicher Mensch leider. Also ich habe dann so mit 15, 16 war ich das erste Mal in Therapie, weil ich mich auch selbst verletzt habe und so. Und ja, es war halt damals ganz schrecklich für mich, dass ich irgendwie Brüste bekommen habe, obwohl das für mich gar nicht so offensichtlich war. Ich habe das meiner Therapeutin jetzt auch erzählt. Es war wirklich so, also für mich das Gefühl, dass ich morgens aufgewacht bin und irgendwie hatte ich Brüste. Voll komisch. Also ich habe das versucht zu verdrängen wahrscheinlich, dass ich mich jetzt zu einer Frau entwickle, rein körperlich. Ja, also ich habe mich generell immer sehr unwohl gefühlt. Ich bin halt auch früh in die Pubertät gekommen. Ich hatte mit 11 schon meine Tage, weil es richtig beschissen ist. Das habe ich damals auch schon so empfunden. Also es war nicht einfach so dieses, juhu, ich habe jetzt meine Tage und ich muss es sofort meinen Freundinnen erzählen und ich bin ja so stolz auf mich, sondern das war mehr so peinlich berührt sein. Und also ich rede da heute auch mit niemandem drüber. Ich kenne das so von Bekannten und Freundinnen und auch von Arbeitskollegen, die dann einem ständig auf die Nase binden müssen. Ach, ich habe zurzeit meine Tage, entschuldigt mich und so. Und das ist bei mir halt nie so. Ich habe da nie drüber gesprochen und ich würde da auch nie drüber sprechen, weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist nicht, weil es mir peinlich ist, aber weil ich das einfach gerne verdrängen möchte, dass das ein Teil von mir ist, momentan noch. Und ja, also ich spreche da nicht gern drüber und ich werde auch nicht gern drauf angesprochen, weil es gehört halt zu einem Mann nicht dazu, dass der einmal im Monat irgendwie blutet. Ja, zurück zum Thema. Mit 15, 16, genau, da war ich wirklich ein bisschen depressiv und so und da wurde das halt alles viel, viel deutlicher für mich und dann konnte ich es auch nicht mal verdrängen, weil ich wirklich gereift bin, biologisch, zur Frau und das war halt richtig schwer für mich. Und ich habe mich dann leider auch ein bisschen in Rollenklischees drängen lassen, um mehr akzeptiert zu werden. Also ich habe mir zum Beispiel meine Haare wachsen lassen. Was ich im Endeffekt jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, weil wenn ich mir diese Fotos von früher angucke, also von der Zeit, wo ich jetzt lange Haare hatte, das bin ich auf diesen Bildern. Das ist ganz seltsam. Das ist genauso wie mit meinem weiblichen Vornamen. Also ich finde, meine Eltern haben einen schönen Namen ausgewählt, bloß er passt halt nicht zu mir. Also es ist ein schöner Mädchenname und jedes Mädchen kann glücklich sein, wenn sie so einen Namen hat, weil
Er ist mit Liebe ausgesucht worden und alles, aber es ist nicht mein Name. Er passt überhaupt nicht zu mir und dieser Name ist ganz seltsam, wenn ich ihn selbst höre. Und auch andere Leute sagen mir, also es gibt ja Leute, die mich von früher noch so kennen mit diesem Namen, die sagen halt auch, der hätte nie zu mir gepasst. Das ist, da hätte die männliche Form besser gepasst. Ja, und kurz überlegen, muss aufpassen, dass ich nicht wieder die Hälfte vergesse, weil das passiert mir gerne mal. Ja, genau. Ich habe dann jetzt so seit ungefähr 2, 3 Jahren, habe ich mir das eingestanden, dass ich wirklich transident bin und dass das für mich der Weg ist. Es lag unter anderem auch daran, dass ich sehr viel Unterstützung und Hilfe bekommen habe, auch aufklärungstechnisch, was dieses Thema angeht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich gehe so in ein Jugendzentrum in Frankfurt am Main. Da habe ich halt viele andere transidente Menschen kennengelernt, die mir von ihren Erfahrungen berichtet haben und von ihrem Weg erzählt haben und von ihren Gefühlen auch erzählt haben und mit denen man sich einfach austauschen konnte. Und das war für mich dann endgültig der Punkt, wo ich gewusst habe, genau das ist das, was mich auch betrifft. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Hilfe bekommen habe damals und auch heute noch bekomme. Ja, genau. Ich werde ans Ende des Videos keine Fotos anhängen. Wer Interesse dafür hat, daran hat, Fotos von mir zu sehen, so eine Timeline. Ich habe auf meinem eigenen privaten Channel eine Timeline erstellt mit Fotos, wo ich noch ganz klein war, bis zum heutigen Zeitpunkt. Wer Interesse hat, ich setze den Link einfach mal unten rein. Und wie gesagt, wer mag, kann sich es gerne anschauen. Jo, ansonsten kann ich gar nicht so viel mehr zu dem Thema, glaube ich, sagen. Hinterher fällt mir bestimmt noch was ein. Ja, dann wünsche ich euch schöne Ostertage, macht das Beste draus und esst ganz viele tolle Süßigkeiten. Werdet dick und rund und nach Ostern machen wir dann wieder alle Fitness und ja. Okay, habt schöne Ostertage, genießt die Zeit. Bis nächsten Freitag. Ciao.